Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In dem Gesetz geht es also um den Ausbau von Kita-Plätzen. Die Bundesregierung will die Frist verlängern für die Umsetzung der Maßnahmen. Als Grund gibt die Bundesregierung an Verknappung von Baumaterial. Was für ein Land sind wir geworden, in dem der Ausbau von Kita nicht möglich ist, weil Baumaterial knapp ist? Das klingt ein bisschen wie DDR in der Endphase. Wir stimmen der Fristverlängerung natürlich zu, weil es um jeden einzelnen Kita-Platz geht, den Familien brauchen. Das grundsätzliche Problem wird dadurch natürlich nicht gelöst. Der real existierende Ökosozialismus bedeutet Mangelwirtschaft. Es fehlt an Hustensaft für Kinder, an Wohnungen, an Lehrern, an Ärzten, an Strom und ja auch an Kita-Plätzen. Nach Schätzung 384.000 Plätze, auch wegen der vielen Flüchtlinge. Ich weiß, Sie hören das nicht so gerne. Woran es nicht fehlt, sind Durchhalteparolen, Planwirtschaft und Ideologie. In Berlin verhandelt die CDU und die SPD laut Tagesspiegel jetzt über eine Kita-Pflicht, wo so schon ohne Kita-Pflicht 17.000 Plätze fehlen. Der große linke Kita-Pflicht-Irrsinn wird da also am Ende nicht durch die CDU verhindert, sondern durch die noch größere staatliche Inkompetenz. Es gab in Deutschland mal eine Zeit, da war es möglich, eine Familie mit einem Einkommen zu ernähren. Es gab richtige Reallohnzuwächse, es gab ausreichend Wohnraum und es gab erschwingliche Mieten. Da waren Lebensmittel günstig und da konnten Familien sich ein Auto oder sogar Urlaub oder gar ein Eigenheim leisten. Das Schlüsselwort damals war Wahlfreiheit. Frauen sollten frei entscheiden können, ob sie in den ersten Lebensjahren ihres Kindes dieses selbst betreuen wollten oder ob sie arbeiten wollten und einen Kita-Platz dazu benötigten. Diese Wahlfreiheit gibt es heute nicht mehr. Die Familien steht das Wasser finanziell bis zum Hals. Das ist das Ergebnis ihres ökosozialistischen Wahns. Deutschland liegt in der OECD an der Spitze mit Steuern, Abgaben und Energiekosten. Der Kampf um Wohnraum ist zur Überlebensfrage geworden. Lebensmittelpreise hoch um 20% und noch viel mehr. Cem Özdemir und die EU wollen die Lebensmittel noch mehr verteuern. Fleisch unbezahlbar. Wir sollen jetzt Insekten essen. Auto und Urlaub Luxus. Das ist den grünen, besser verdienenden Elektroautofahrern natürlich recht. Da haben sie mehr Platz auf der Straße und am Strand. Und das Eigenheim unerschwinglich. Gasheizung und Ölheizung sollen jetzt verboten werden. Und jetzt kommt der Sanierungszwang. Wenn die FDP das im Ministerrat nicht verhindert, dann sind sie endgültig raus in den Parlamenten und müssen sich keine Sorgen mehr machen, neben uns sitzen zu müssen. Die Familien stecken im Hamsterrad aus stagnierenden Reallöhnen und explodierenden Kosten. Die Mutter bei Aldi an der Kasse braucht den Kita-Platz nicht, um sich selbst zu verwirklichen, sondern weil sie arbeiten muss, weil sie das Geld braucht. Sie braucht keine Quote, keine Gleichstellungsbeauftragten und keine feministische Außenpolitik, sondern Wohnraum, Strom und Lebensmittel, die bezahlbar sind. Dann gibt es Wahlfreiheit, und für die Wahlfreiheit in diesem Land steht ausschließlich die AfD. Vielen Dank.